Das spart einen voll viel Weg. Das gibt's doch gar nicht. Funpi, wie viele Erfahrungspunkte brauchst du denn noch? Aber kann es sein, dass die... dass es verschiedene Gebiete gibt, in denen verschiedene hohe Pokémon spawnen können? Oder liegt das an den Level von den Pokémon, die man selbst hat? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich will's haben. Oh mein Gott, ich will's haben. Was hast du denn? Level 12, das kriege ich hin. Mit wem? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich mit keinem. Doch, mit ihm. Das will ich haben. Wie episch wäre das denn? Was ist das denn? Ich versuche Hypnose und ich versuche es dann direkt, glaube ich. Ich versuche es direkt mit dem Superball. Ich kann welche machen. Weil es ist total super, dieses Pokémon. Ich will es unbedingt haben. Es ist total super. Du fängst auch ein Carpador, oder? Nein, es hat nicht funktioniert. Es ist total super. Los. Nein. Warum kann ich es nicht hypnotisieren? Ja, jetzt schläft sie ja. Okay. Ich, ach komm, ich habe genug Hyperbälle. Scheiß drauf. Ich kann immer wieder neue machen. Was? Es hat sich selbst aus dem Hyperball befreit es sich. Komm schon. Ich habe keinen. Das ist wieder. Das gibt's doch gar nicht. Oh Gott. Bitte nicht zu viel abziehen. Bitte nicht One-Hit. Oh, das ist gut. Das kann ich nochmal machen. Nicht kritisch. Jawohl. Hypnose. Komm schon. Jawohl. Es schläft. Alter, wie viel ich jetzt schon verbraucht habe dafür jetzt. Ach komm, scheiß Hyperball. Komm schon. Bitte bleib drin. Hey, zuerst mal sehe ich ein wildes Onix. Es muss drin bleiben. Jawohl! Es ist so geil. Ich habe ein sehr geiles Pokémon. Aber erst werde ich jetzt dieses Funpi hier entwickeln, weil ich habe gerade doch noch ein Golking entdeckt. Bevor ich dir zeige, was für ein geiles Pokémon ich habe. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber sogar sehr. Komm schon, Onix, Steinwurf. Los. Funpi muss sich jetzt einfach entwickeln. Ja, es tut es. Ich habe ein Donphan. Hm? Ich habe gerade so ein wildes Onix angegriffen. Level 64. Oh. Wie cool die Entwicklung aussieht. Und ich hab's besiegt. Ich bin ein Gott. Und ich hab's besiegt. Das ist so krass mit den Schwächen hier. Die unterscheiden. Also macht keinen Unterschied. Dann über 20. Ein Feueraffe greift mich gerade an. Wo bist du im Gebirge? Ich will dir mein geiles Pokémon zeigen. Achso, ich hab's gar nicht mit. Nein, ich hab den Feueraffen besiegt. Nein, das wäre meine einzige Chance auf ein Feuer-Pokémon gewesen. Ich habe ein Wasser-Pokémon gefangen. Ein Starmie? Ein Golking? Viel besser. Ein Tentacha? Viel besser. Sagen wir mal so, ich fange von neu an. Ein Shiggy? Ja, ich habe ein Shiggy gefangen. Nein. Ja, richtig geil. Ich habe ein Shiggy. Wenn ich jetzt noch einen Glumanda finde, habe ich die ersten drei Starter. Ach, das muss ich ja sowieso. Ich will ja den Pokédex vervollständigen. So, Carnivana muss ich noch und ich muss noch Zubat. Ach, ich muss auch noch Nibulak anhören. Mein Gott. Noch so viele Pokémon, die ich entwickeln muss. 4 Stück noch. Ich will den Feueraffen wieder. Wo bist du? Mach mein Kokowai. Im Gebirge habe ich einen Glurak gefunden. Vielleicht finde ich da auch irgendwann mal einen Glumanda. Das wäre richtig Glumanda gut. Glumanda habe ich auch schon getroffen, aber leider besiegt, weil die immer so ein mega niedriges Level haben. Ja. Sollen wir vielleicht später mal ein bisschen Pause von Pokémon machen und ein bisschen Minecraft machen, also Brücken bauen? Also Brücken, ja, okay. Damit wir besser ins Gebirge kommen, meine ich. Obwohl, eigentlich ist es egal, weil ich habe einen Nocturne. Mittlerweile brauche ich keine Brücken mehr. Wir können ja alle fliegen. Aber ich denke mal, dass ich auch gleich mal ein bisschen was bauen werde. Ja. Muss auch sein. Es ist nun mal Pixelmon und nicht Pokémon.
Aber irgendwie müssen wir die Zeit hier überbrücken, also. Boing. So, Zubat wird auch zu Golbat. Mein Feueraffe kommt nicht wieder. Ich glaube, das ist der Starter der fünften Generation. Ja, das ist irgendein Starter, das weiß ich auch, aber... Was ist denn das? Fünfte oder sechste? Alter, wie flach ist der Golbat? Thunderstorm-Chart. Okay, ich muss nochmal zurück. Golbat ist total flach, das Pokémon. Ey, das sieht sicherlich immer noch besser aus als Pinsir. Geht. Pinsir auch sehr geil, das stimmt aber wohl. Oh, hier sind noch mehr Togetix. Funpier habe ich schon. Hat eigentlich einer einen Taubsi oder sowas? Ich glaube, Mr. Fraps? Ja, Fraps, genau. Mr. Trash. Mr. Fraps hat... Lass sie das nicht hören. Nein. Hat, Tauboga. Ah, okay. Wieso hat er alle Vogel-Pokémon genommen, ey? Weiß ich nicht. Da musste ich doch ein Noctu nehmen, damit ich überhaupt fliegen kann. Oh, das hätte ich vielleicht auch mit Nebula selber geschafft. Ghastly. Kanivana. Gut. Mann! Scheiß Nebulak. Muss endlich ein Hevel aufsteigen. Funktioniert ja nicht. Na, kriegst du schon klein, jawohl. Jawohl. Jawohl, und der letzte Schlag. Perfekt. Wenn man ein Felino besiegt, kriegt man Ton und Sand. Also Clay und Sand. Das ist ja auch interessant. Komm schon, Nebulak. Ich will ein Apollo. Vor allem ein Gengar später. Das ist noch viel wichtiger. Ach ja. Da war ja was. Das ist noch viel wichtiger. Dass ich später ein Gengar kriege. Oh, wie viel brauchst du denn noch? Die sind aber auch nur so schwache Pokémon. Taubsi, du bist doch hochlevelig, oder? Nein, bist du nicht. It doesn't affect Pidgey? Was? Wieso? Okay, Schlecker hat keine Wirkung auf Taubsi. Warum auch immer. Eierbombe. Jawohl. Großes Hühnchen. Das hätte ich mir auch denken können, dass man das kriegt. 26 Kanivana. Sehr gut. Nehme ich mal Owei vorsichtshalber. Kugelsaat sollte es bringen. Jawohl. Jawohl, für beide ein Level up. Und ich kriege ein Alpollo. Ein Alpollo. Lalalala. Jetzt habe ich so viele coole Pokémon, ich weiß gar nicht, welche 6 ich mitnehmen soll. Ich habe meine 6 schon genau vor Augen und die Hälfte davon schon fertig. Finsterfaust, Angriff mit der Faust aus dem Schattenreich, ausweichen unmöglich. Yeah. Stärke 60. Dann nehmen wir mal anstatt Groll. Ja, gut. Sehr gut. So, jetzt muss ich noch Kanivana und Krebskor entwickeln. Krebskor? Mhm. Was ist das denn? Irgendwas aus der fünften Generation. Das Ding zu Krabby. What? Früher haben wir dazu Krebskorps gesagt, aber... Das heißt Krebskor. Wie der Militärkor halt. Ah! Wenigstens ein Kanivana. Da kann ich meins vielleicht dran entwickeln. Aber ich habe jetzt ein viel cooleres Wasser-Pokémon eigentlich. Das ist jetzt doof. Da
Das ist jetzt natürlich sehr doof. Du musst ja so alle entwickeln. Zumindest die Entwicklung fangen. Kalivana muss ich ja nicht entwickeln. Ich ist ja nicht aus der ersten Generation. Also ich habe ja nur die erste Generation vorgenommen. Das wird schon lange genug dauern. Bin mal gespannt, ob ich das überhaupt schaffe. Solange dieses Let's Play aufrecht zu erhalten. Das sollte es doch gewesen sein. Jawohl, Kanivana entwickelt sich zu. Weißt du's? Wer ist Kanivana? Kanivana ist dieses Fisch-Pokémon mit der Rauhaut. Aus der dritten. Keine Ahnung. Tohaido, Junge, Tohaido. Ach, das ist dieses Piranha-Ding. Ja, sicher. Das heißt so Piranha. Nein, Kanivana. Ja? Ja, sicher. Tohaido, Schlitzer, geil. Anstatt Raserei. Das ist Level 46er Pummeluff. Das ist cool. Krebskorn, das solltest du schaffen. Jawohl. Aber Hauptsache mein Level 29er Mashok one-hitted das mit einer Kampfattacke. Das oh, und Scaraborn okay. Level 10. Will ich's fangen? Ich bin mir nicht sicher. Nein, will ich nicht. Korfischkor. Na los. Jawohl. Was haben wir hier noch, was ich vernichten kann? Damit ich meinen Krebskor endlich aufleveln kann. Ein Visenior. Los, Blubstrahl. Oh, das bringt nicht viel. Aber irgendwie hat dieses Visenior keine Lust, mir Schaden zuzufügen. Insofern habe ich es auch geschafft, meinen Krebskor zu entwickeln. Und ich weiß nicht, wie die Weiterentwicklung heißt. Ich weiß es wirklich nicht. Bin jetzt gespannt. Es wird ganz schön groß. Es wird sehr groß. Krebutak, genau, das war's. Sternschauer, nice. Anstatt Silberblick. Und damit müsste ich, glaube ich, alle meine Pokémon entwickelt haben. Habe ich alle meine Pokémon entwickelt? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ups, wow. Mal schauen. Ach so, nee, Shigi. Shigi müsste ich ja jetzt auch direkt. Komm, das machen wir nochmal eben. Nimbulak nehme ich mal mit. Und Donphandor, glaube ich. Dann habe ich ein ganz gutes Team. Mal eben Shigi noch zu Shillock. Ich denke mal zu Turtok nicht sofort. Obwohl, mal gucken. Carpador, Blubber. Falls du irgendwo. Ach, es schläft noch. Ach, ich Feuer-Pokémon siehst. Ich würde an einem Tausch interessiert sein. Und du ein Pokémon habe ich. Eintrag. Feuer-Pokémon habe ich auch noch gar keins. Wir müssten vielleicht eine Wüste finden, weil da werden wahrscheinlich Feuer-Pokémon sein. Ich habe noch keine gefunden. Und ich bin nicht. Schon locker 2000 in jede Richtung gerannt. Das ist ja nicht viel. Oder 3000 sogar. Das ist ja auch immer noch nicht viel. Für mich schon. Ja gut, bei deiner kleinen Sichtweite von zwei Chunks, ja, dann kommt dir 2000 wahrscheinlich sehr viel vor. Aber 2000 Blöcke kann ich ja wahrscheinlich weit gucken mit meinem PC. Wieder ein Golking. Golking ist perfekt. Einfach angreifen, wechseln auf meinen Kokowai. One-Hit,
3400 Erfahrungspunkte in Dankeschön. Und damit ist man von Level 12 auf Level 18. Ist die Linie, dass das Kokowai so okay ist. Und entwickelt sich direkt perfekt. Ey, wo muss ich einen Onix treffen, womit... Irgendwo mittig unter, ziemlich weit unter der Schrift. Ah, thanks. Ja, gerne. Ein Shillock. Aber dann bringe ich es jetzt wenigstens noch auf Team-Level. Da ist noch ein Golking, perfekt. Sollen wir uns dann gleich mal auf die Suche nach einer Wüste machen? Mhm. Hast du ein Flug-Pokémon? Ja. Gut. Aber ich weiß nicht, wie weit ich fliegen kann oder wie schnell, weil es ist schneller als zu Fuß und dann muss ich schneller, mein PC muss Sachen schneller generieren. Okay. Ich bin bisher nie weit geflogen, weil ich mich nur nicht so wirklich getraut habe. Hey, ich hab dich gefunden! Hallöchen! Welch netter Zufall. Ich will noch ein Level höher kommen mit meinem Shillock. Ja, dann zum Pokémon Center einmal. Ja. Und dann können wir mal fliegen. Also ich bin westlich, glaube ich, bin ich bis zum Meer geflogen. Dann da kommt Dschungel nur. So habe ich. Da kommt nur ein Dschungel, ein Gebirge, ein Wald, ein Riesensee und ein Flachland und dann das Meer. Habe ich mir alles markiert auf der Karte. Ah, am Meer wäre ich interessiert. Aber erst später. Sollen wir dann mal in wärmere südliche Regionen fliegen? Hoffentlich. Okay. Aber bitte nicht nach Bayern. Ja. Nee, südlicher. Wo ist der? Wo bist du? Und wo ich komme jetzt gerade wieder. Ich hatte mich zum Pokémon Center teleportiert. Wie teleportiert? Mit der Minimap. Hier bin ich, hinter dir, also über dir. Ja, ich Hallo. Muss auch dahin finden. Ja, einfach geradeaus weiter, dann siehst du es gleich. Hallo, ich bin direkt bei dir! Ich bin über dir! Du brauchst dich jetzt nicht zu mir teleportieren. Dann wirst du dich zwei Blöcke weiter nach links teleportieren. Du musst einfach nur geradeaus weitergehen und dann nach links. Ach so. So. Ah ne, Pokémon austauschen. Oh shit! Kapuzzi kann man gut noch gebrauchen, wenn wir nach Feuer-Pokémon suchen. Okay, ich bin im Baum. Achso, warte, lass mir mal eben noch mein Inventar etwas aufräumen. Das nehme ich mal alles mit. Das gefällt mir. Wer hat Baumaterialien hier reingetan? Ich. Ja, ich wusste, dass du es warst. Du bist es immer. Nein, das habe ich jetzt gerade eben ja, gemacht. Ja, natürlich, als klar. Du warst das letzte Mal auch. Nein, das letzte Mal war ich das wirklich nicht. Nein. Hey, ja. Gesundheit. Thanks. So, ich nehme mal meinen Shillock mit, wenn wir uns auf Suche nach Feuer-Pokémon machen. Jetzt kann keiner von uns drauf reiten. Mit der leeren Hand. So, hier lang geht's Richtung Süden. Hier. Wo bist du? Dorf ist da. Hier. Ja. Der 5 sieht man das ein bisschen besser. Toll. Jetzt habe ich geleckt und meine Kamera hat sich gedreht. Wo? Da ist Süden. Gut. Oh, hier ist noch ein Pokémon Center. Was? Hier fängt wieder ein Gebirge an. Auch cool, das große da links, ja. Schauen wir uns das Gebirge an oder suchen wir direkt. Oh, wie geil ist das denn hier? Nachts spawnt im Gebirge nichts. Einen Moment, das muss ich mir mal eben markieren. Hier werde ich was bauen. Okay. Alter, wie geil ist denn die Region hier?
Die ist ja richtig gut. Wow, meinst du das mit dem Schnee und diesem riesigen Berg? Das wurde mir jetzt gerade erst animiert. Baugebirge nenne ich es mal. Und es wird auch dunkelgrau.